Inclusion Week dieses Gespräch führen können. Jetzt bitte ich Giulio, die Folien anzuklicken, weil Ja. wir zu Beginn ein paar Folien haben und dann aber die Folien auch wieder schließen werden, damit wir einander ein bisschen besser sehen. Genau, wir danken zuerst den Sponsoren und Sponsorinnen, genau, Giulio, die es möglich machen, dass wir diese Woche an der Executive School der HSG durchführen können. Genau, also vielen Dank. Und dann die nächste Folie. Genau, im Rahmen dieser fünften St. Gallen Diversity und Inclusion Tagung, also diesmal ist es wie letztes Jahr schon eine Week. Corona hat uns dazu bewogen, sozusagen nicht mehr dichte Tagungen zu machen, sondern diese Diversity und Inclusion Week auf 5 Tage zu verteilen. Hier sehen nochmal alle das ganze Programm, an dem Sie teilnehmen können. Und morgen ist eben auch ein Event vor Ort in St. Gallen. Da wissen Sie schon alle Bescheid, ob Sie sich für die Online-Version entschieden haben oder für die Präsenzversion. Aber heute eben sprechen wir über diesen Film, der so wichtig ist, weil wir dieses Jahr eben diese 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz feiern und weil Stefan Goel einen wunderbaren Film dazu gemacht hat, einen Dokumentarfilm. Genau, dann kommen wir schon zur nächsten Folie. Genau, wir haben bestimmte Spielregeln, weil wir eben dieses Webinar-Format gewählt haben. Und das heißt, Sie können als Zuschauende während der Präsentation Fragen in den Q&A stellen. Also das ist anders als sonst. Wir machen die Fragen nicht im Chat, sondern eben im Q&A. Und ich hoffe, dass wir am Schluss auch noch ein bisschen Zeit haben, um die Fragen aus dem Publikum aufzugreifen. Aber eben nicht in den Chat. In den Chat können Sie technische Probleme stellen, aber alles, was dann zu uns gelangen soll, bitte in den zum Q&A-Button schreiben. Genau, dann ist schon die nächste Folie, Giulio. Dankeschön. Ja, ich begrüße erstmal ganz herzlich Stefan Goel, der diesen Film gemacht hat. Hier haben wir noch mal ein paar biografische Notizen zu Stefan. And I will now change to English because this discussion is taking place in two languages. Stefan prefers English and we were sure that two languages will be possible for all the public, or I hope so. It should also have been announced on the webpage that we use those two languages. And clearly, any can always ask questions, language issues from the ones talking to each other today about the film. So, Stefan is an independent director and editor since 1985. He has spent several years in the US and has there worked as a filmmaker, and after his return, he joined the Klimatsch Collective. And since then, Stefan is focusing on documentaries. So, welcome to the panel, Stefan. Nice to have you here. Then we go to our next participant. Wir gehen jetzt zu Brigitte Studer. Freue ich mich auch sehr, dass sie hier ist heute, auch aus biografischen Gründen. Wir haben ungefähr 7 Jahre zusammengearbeitet an der Universität Bern. Aber das ist nicht der Grund, warum sie hier ist, sondern der Grund ist natürlich, dass sie eine der ausgewiesenen Spezialistinnen für Sozial- und Geschlechtergeschichte ist in der Schweiz. Das werden alle, die den Film geschaut haben, also ich hoffe, das haben möglichst viele schon machen können, werden das gesehen haben, weil Brigitte Studer durch den Film führt und immer wieder historisch einordnet, was in der Schweiz alles passieren musste, damit dieses Frauenstimmrecht eben möglich wurde. Genau, und als drittes begrüße ich ganz herzlich Dagny Guillaume. Ich freue mich auch hier, besonders, dass sie hier ist. Sie vertritt ein bisschen eine andere Stimme als die anderen beiden, die ganz direkt mit dem Film zu tun haben. Sie vertritt sozusagen die Stimme der Künstlerin, der heutigen Künstlerin, der Schweizerin, also in der Schweiz aufgewachsenen Künstlerin, die sich mit dem Thema aber eben auch dramaturgisch und als Schauspielerin beschäftigt hat. Es gibt ein Theaterstück, an dem Dagny mitgewirkt hat zum Thema. Und es geht auch darum, mit ihr zu besprechen, wie schätzt sie eigentlich die Situation der Frauen in der heutigen Schweiz ein? Genau, das wären die drei eingeladenen Gäste. Noch ganz kurz zu meiner Person.
Dann kann, genau, ich bin eben an der Universität St. Gallen Titularprofessorin für Gender und Diversity und das bin ich an der SHSS, an der School of Humanities and Social Sciences. Da leite ich diesen Fachbereich Gender und Diversity. Ich kann auch im Kontextstudium selber mitbestimmen, was wir an dieser School unterrichten. Und ich bin auch im Co-Präsidium von Swiss Universities im Think Tank Gender und Diversity. Genau, also jetzt für die Projektperiode 2021 bis 2024. Gut, dann hoffe ich, wir können jetzt möglichst schnell in die Diskussion einsteigen. Dieses wunderschöne Bild schließt den Film ab von der Küche ins Parlament, der wirklich auch bis in die Jetztzeit, bis in den Frauenstreik von 2019 die Geschichte der Frauen in der Schweiz und vor allem des politischen Engagements der Frauen in der Schweiz und auch ein bisschen des politischen Widerstandes der Frauen in der Schweiz dokumentiert. Genau, und das ist eben dieses schöne Bild, das auch teilweise auf den Plakaten zu sehen ist. Und ich werde jetzt in drei Fragerunden an die drei geladenen Gäste einsteigen und dadurch hoffe ich, dass wir ein gutes Gefühl für diesen Film bekommen und auch darüber sprechen können, was uns dieser Film eben heute noch sagt, also was er auch sagt für die Zukunft, wie soll es weitergehen in der Schweiz mit dem politischen Engagement der Frauen. Genau. Okay, so I will now first give the word to Stefan Goel and I would like to ask him, what is your favorite scene in this film? And maybe, Julia, we now finish the presentation for a moment and we just, then we can see Stefan better. Thank you, Christa. Can you hear me? Yeah. Well, it's a difficult question to answer always, like to choose like the best or the favorite part in the film. But it's a film. I don't know if people have seen the film, but it's a film that's composed of archive material footage and interviews that we shot today, among which person we interviewed is Brigitte Schroeder and all different women-only that were active during the struggle or the latest part of the struggle. But for me, I would say the favorite scene is the end scene, is the scene that we shot, that is not archive material. It's the scene that were shot during the women's strike of 2019 or the celebration. There's a short scene of the celebration of the unveiling of the plaque of Thilo Frey, a memorial in Neuchâtel. This is a footage that we shot. So as a filmmaker, of course, I like to be active in the story that I can tell. It's also because I don't trust nostalgia. And when you make a film using a lot of our archive footage, there is something that you never know what is the reaction of the audience is going to be. Even if you show clips or footage that with a look that is critical, you never know how the audience will respond to it. And I have seen in discussion after the screenings of the film that like, I don't know, maybe older people would always have the reaction, oh, but it was so much easier at the time, or things, you know, were so much nicer. And people, they look at the footage, but they also look into their own nostalgia. So that's why I wanted to finish the film with scenes that we shot today to see that this is not a story of the past. It's a story that still needs to be told. Well, shall I take over? Yes, please.
Yes, please. Because the scene that I loved is from really, it's in the middle of the film and it's actually really archive footage, but not very much about nostalgia. And I will maybe, I will switch to German because I made my notes in German, so I don't have to translate myself. So, mir hat sehr imponiert auf verschiedenen Ebenen, als wir gesehen haben, den Einzug der ersten Nationalrätinnen ins Bundeshaus. Und da gibt es so eine Szene, wo der Fokus auf Thilo Frey ist, die ja für die FDP in den Nationalrat kommt. Und man hört den abschätzigen Kommentar des Fernsehjournalisten über ihre Kleiderwahl. Und ich fand das so bezeichnend, weil es ist ihre weiße Kleidung, also er ist so wie der Rassismus ist ein bisschen verkappt, so als Statement über das Outfit, und dass man über die Kleider redet der Politikerinnen, ist ja eh ein sehr alter Hut. Und eben, er sagt dieses, sie trägt das und so, und da ist es richtig eine Wohltat, wenn man nachher diese Gabrielle Nannchen gegenüber sieht, die so natürlich daherkommt und die sich eben an die Kleiderordnung gehalten hat und sich dunkel gekleidet hat. Das hat mir sehr imponiert, und wie es dann auch weitergegangen ist mit der Sequenz über die junge Gabrielle Nannchen, die da so sich sehr ehrlich und unverstellt und charmant auch präsentiert, und auch diese Einstellung fand ich schön, aber auch ein bisschen befremdlich, wie sie so an der Wand ist, und es hatte schon fast so was leicht Sexualisiertes schon fast, also das war jedenfalls sehr, sehr sinnlich, und sie hatte aber diese extrem radikalen und auch hochaktuellen Ideen, also sie redet eigentlich da über die Care-Arbeit, die unbezahlte, die die Frauen leisteten, also sie ist voll in einem Thema, das heute immer noch da ist, und dann gefolgt von der Sequenz über die Mutter, also die ältere Frau Nannchen, die wegen ihrer Care-Arbeit ermöglicht sie der Tochter dieses Amt überhaupt. Und dann geht es nochmal weiter, also das finde ich so unglaublich, weil sie thematisiert dann die eigene Politisierung, die sie hat als ältere Frau über die politische Tätigkeit der Tochter. Und das bildet auch viel ab, finde ich, von was wir vorher im Film gehört haben, wie die Frauen noch gar nicht recht wussten, wie sie dieses erst lernen mussten. Und das fand ich einfach super, und wie sie sich dann von diesem, auch die Mutter, also die alte Frau Nannchen, sich von dem konservativen Vater wieder abgrenzt. Also ich fand diese Verschachtelung da in dieser Sequenz, fand ich einfach top, top, top. Also super. Aber ich denke, Sequenzen, die mich dann mehr, wie soll ich sagen, so emotional berührt haben, waren dann auch diese Sequenzen des L'Échec irgendwie, also wenn es nicht, sie haben es wieder probiert, nein, sie haben es wieder probiert, sie wurden abgewählt, sie wurden nicht gewählt, all das, das fand ich dann auf einer emotionalen Ebene sehr, mich sehr mitgenommen, so im Film. Vielen Dank, Daphne, dann gebe ich weiter an Brigitte Studer. Ja, vielen Dank, Christa, und danke, dass du mir das Wort erteilt hast. Also, ja, ich sehe das so, es sind mehrere Szenen, die mir sehr imponiert haben, die mir vor allem eigentlich analytisch, kritisch, finde ich, diese Szenen wichtig. Und das sind, also, es sind Quellen, also Bildquellen, die ich besonders interessant fand. Also gar nicht im nostalgischen Sinne, wie jetzt Stefan gemeint hat, also dass es darum Nostalgie geht, sondern ich finde, da kann man sehr viele Erkenntnisse in der Geschichtswissenschaft einfach oder einfach über die Vergangenheit daraus ziehen. Also es sind eigentlich mehrere Szenen, aber vielleicht kurz die Stammbilder.
Tischszene am Anfang, die ist natürlich sehr sprechend, nicht? Über das Selbstverständnis der Männer und ihre Selbstherrlichkeit und wie sie ihre Macht sehen, unhinterfragt und ganz einfach, die Frauen gehören da nicht dazu. Also die Politik ist Männersache und die Frauen haben sich um Küche und Kinder zu kümmern. Und das ist wie etwas so selbstverständlich. Die sagen das mit einer Selbstverständlichkeit. Und dann wird diese Idee nochmals exemplifiziert in dieser Szene, wo der große Appenzeller Mann mit der kleinen Frau daneben so selbstsicher auch erklärt, also dass er gegen das Frauenstimmrecht sei überhaupt und weshalb. Und dann die Frau eigentlich nur noch sagen kann, ja, sie denkt das auch. Und da sehe ich einfach, das ist dieser normative Druck, der dazu geführt hat, dass auch Frauen, und das ist ja interessant bei der Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz, dass die Frauenorganisation doch eigentlich sehr sorgfältig und auch, würde ich sagen, mal ein bisschen autoritätsgläubig vorgegangen sind. Also das ist eigentlich erst 1969 haben sie ja die erste nationale Demonstration durchgeführt und vorher waren das ja immer kleinere Aktionen, also die haben nie eigentlich wirklich auf den Tisch gehauen. Und da sieht man einfach dieser normative, konservative Druck in der Schweiz, der meines Erachtens noch nachwirkt, aber da können wir vielleicht noch darauf zurückkommen. Also das denke ich, es ist wirklich diese dominante Form von Männlichkeit, wo das Pendant eine untergeordnete Form von Weiblichkeit darstellt. Und diese Männer sprechen über die Frauen, sie wissen, was die Frauen wollen, aber hören nie auf die Frauen. Denn als in den 50er Jahren an verschiedenen Orten, angefangen von Genf, Probeabstimmungen unter Frauen durchgeführt wurden und dann hatten 80% der Frauen ja gestimmt, das hat man einfach versucht zu ignorieren und behauptet, die Frauen wollen das Stimmrecht nicht. Und da denke ich, diese Bilder aus der Vergangenheit, die zeigen das so deutlich, dieses Machtverhältnis, eigentlich diese Gewaltausübung, die hier zum Ausdruck kommt. Und dann wird das noch etwas weitergeführt in weiterer Form bei diesem Interview mit Lise Girardin. Lise Girardin, die zum Glück eine sehr selbstbewusste Frau ist und darauf auch so tak-tak antworten kann. Aber sie ist eine der ersten Politikerinnen, die auch öffentliche Funktionen okkupiert. Und dann will man sie auf ihre Hausfrauenrolle zurückwerfen. Ja, aber würden sie dann nicht eben ihre häusliche Arbeit vernachlässigen? Und sie so, ganz cool, ja, mein lieber Herr, Sie sind offenbar nicht ganz von heute, Sie wissen ja nicht, dass es sowas wie Kühlschränke gibt. Ich finde, da sieht man sehr gut, wie sich das ändert. Also die Frauen haben etwas anderes erfahren, sie haben neue Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein und zeigen das auch. Also das finde ich, das sieht man eigentlich den Wechsel sehr gut, was vor 1971 geschehen ist und was auch 1971 ermöglicht hat. Nicht? Und dann eben die Szene, die Stefan noch erwähnt hat, also dann am Schluss der Frauenstreik von 2019, eigentlich auch von 1991. Hier weitet sich nun diese Mobilisierung und diese Bereitschaft auch auf die Straße zu gehen, die eben 1969 das erste Mal war, zeigt sich nun in viel breiterer Ausführung. Also es sind jetzt sehr viele Frauen. 69 waren es ungefähr 5.000 und 91 vielleicht schon 500.000. Vielleicht ist es ein bisschen überzogen, aber ganz sicher 2019 eine 500.000 Frauen, die auf die Straße gehen, um für ihre Forderungen auch zu demonstrieren. Und das zeigt der Film gut, also diese Entwicklung, diese wirklich diese Männerherrlichkeit, diese was auch Dani, was auch Sie gesagt haben, also das einfach selbstherrlich, selbstverständlich wird das abgelehnt. Eigentlich ein Grundrecht, ein Menschenrecht wird frech, muss man heute sagen,
und Gewalt, mit Gewalt sozusagen, Gewaltausübung, natürlich nicht physische Gewalt, aber symbolische Gewalt, strukturelle Gewalt und so weiter, wird einfach abgewiesen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe den Anfang auch mit meinen Studierenden geschaut und da waren vor allem Studentinnen ganz erschüttert, dass die Frauen selber sagen, sie seien den Männern untergeordnet. Also das fand ich sehr spannend und ich glaube, das zeigt, wie wichtig solche Filme sind, eben jenseits von Nostalgie wirklich Zeitstimmen zu hören, die dann einen Möglichkeitsraum aufmachen, zu reflektieren. Genau, wir kommen später noch zu heute. Genau, also die zweite Fragerunde möchte ich eröffnen mit einer quasi persönlichen Einordnung des Dokumentarfilms. Und da beginnen wir, glaube ich, wieder bei Stefan, der als Regisseur dann natürlich am meisten erzählen kann, wie ist dieser Film entstanden. And now I will switch to English again. You will tell us a little about the story of this documentary, or to say the second version of this documentary we've just all seen. Yes, because there was a first version that was made 10 years ago. And before that, this collective of filmmakers that I belong to in Lausanne called Climage, we had done previously a film about the struggle for the abortion right in Switzerland. It's a film called Un délai de 30 ans. And in this film, we had explored part of the archives of the public television, Swiss public television. And at this occasion, we had seen the richness, the amazing amount of footage that there is about these types of issues. Because, you know, each votation generated information, media coverage, you know, debates and flyers and press articles and cinema news and then television news. So that's why we have maybe in Switzerland more than in any other country, like a barometer or a thermometer, I don't know, of the inequality, the temperature of inequality between women and men. And that's what gave us the idea to make a film 10 years ago when we were going to celebrate the 40th anniversary of the women's right to vote in Switzerland. And at that time, in 2011, so we went to the Swiss television and asked them if there was, first of all, any other project of documentary films about this theme to celebrate this anniversary. And the answer was no, we haven't heard of any other projects. So we asked around to our colleagues and especially women filmmakers that we knew, documentary women filmmakers that we knew, if there was any other project of doing a story about that. And so we didn't have found anyone that was interested at the time to make a film about that. And if we look back 10 years ago, there was not a lot of public interest about this anniversary. There hasn't at the time in 2011 been a lot of publication or exhibition or films or press articles about this anniversary. And so we convinced the Télévision Suisse Romande that do this film. So it was a television film, and they didn't even broadcast it in 2011. They missed the anniversary, and they broadcasted it in 2012. And but we did a first screening in Solothurn Filmtagen in 2012. And we saw that there was a good reception of the film. So then the film was broadcasted on television. And then we made a series of public screenings, and especially in schools. And the reaction that we got from the audience, especially students, was one that was very encouraging, because that this story really needs to be told. And 10 years later,
So last year, we figured that, okay, in 2021, there is going to be a lot of demonstration, manifestation, exhibition, publication, like Brigitte Söder's book, and a lot of stuff. And the television, SSR, the Swiss Public Television, they contacted several production companies to say, well, we need a documentary. So I said, well, there is a documentary. there was a documentary. So maybe it would be, instead of redoing a new documentary, especially because some of the people are not here anymore. Marx Ghostly is not here anymore. Amelia Christina is not here anymore, unfortunately. And maybe we can make a new version of the film. And we should not focus only on the rights to vote, but on a larger, a broader sense, the struggle for equality. And so again, we convinced them to do that. And we set up to make this new version where we added half an hour. We pulled out a little bit at the end of the first film and added some half an hour content to make a feature length film. And again, this time, what was different for me was more than 10 years ago, because of everything that happened in 10 years, you know, because of the Me Too movement, because of Die Göttliche Ordnung by Petra Volpe, because of the strike, I questioned myself more as a man filmmaker. Can I have the right or take the right to make this new version of this film, you know? How should I do that as an old guy, and so that's why I decided to change a bit of the narration of the film, the voiceover of the film. In the French version, of course, not in the German version, but in the French version of the film, I do the voiceover myself. I try to have a more personal position to also make clear that it is a film that's made by a man. Only women are interviewed in the film, but that's made by a man. And I hope that this film will keep on having new versions in the future, maybe. Thank you so much. And just one remark: I think we will really not move on without men regarding the equal opportunities for all genders. So I think it's extremely important to take up this dialogue and also to reflect it, which you did. So, yeah. So I pass over to Dagny. Okay. Also der Film war auf verschiedenen Ebenen für mich interessant. Oder es gibt verschiedene Ebenen, wie ich mich einordne da rein, also in dieses Thema. So. Also und es war schön, diesen Weg zum Frauenstimmrecht noch einmal nachzuvollziehen und diese extreme Angst, die fast schon an Panik grenzte, der Männer und zum Teil auch der Frauen vor dieser Veränderung. Weil ich bin ich bin 70 geboren und bin aufgewachsen so mit der Selbstverständlichkeit der berufstätigen Mutter, die zwar sicher eine Ausnahme war, aber also ich habe das erlebt. Die hatte ein Arbeitspensum, mein immenses, und es wurde auch eine Mitsprache auf politischer Ebene vorgelebt. Also nicht, dass sie politisch tätig war, aber man ging gemeinsam abstimmen und so. Und ich habe zwar dann manchmal auch Kinder benieden, die Hausfrauenmütter hatten, weil mir das normaler schien und ich mich dann so noch exotischer irgendwie fühlte. Und dann gibt es, also das ist so die eine Ebene, die persönliche, das der Kindheit, das Aufwachsen und so. Und dann als Schauspielerin, junge Schauspielerin, ich war immer recht sensibel auf diese Ungerechtigkeiten im Beruf, weil es wurde noch sehr, sehr lange, war das eine Domäne im Theater, wo es patriarchale Strukturen gab, die es in den Firmen schon lange nicht mehr gab. Also hatte ich den Eindruck. Und
Ich fand es ungerecht, dass es weniger Rollen für Frauen gibt, dass der Lohn kleiner ist für Frauen. Und das also ganz, ganz offen, ganz klar. Es gab einen Männerlohn, einen Frauenlohn. Und dass es auch mehr Stereotypen eigentlich gab. Also Frauen waren dann öfter typisiert, fand ich, als Männer im Theater. So. Und ich finde es jetzt ein Glück, dass MeToo jetzt auch endlich so den Scheinwerfer darauf richtet. Und ich glaube, das ist wirklich sehr im Umbruch jetzt. Und dann als Autorin, ich habe ja für Theater und Musiktheater geschrieben oder schreibe ich immer noch. Und da war ich immer bemüht, so gute Frauenrollen zu schreiben und viele. Also ich hatte wie so ein bisschen eine innere Quote. Also sicher mehr als die Hälfte wollte ich, dass es Frauenrollen gibt, weil ich wollte ja auch die Sängerinnen und Schauspielerinnen irgendwie beschäftigen. So. Und auch inhaltlich gab es dann eine Beschäftigung mit den Gender-Themen schon lange. Also ich habe so ein Stück für Jugendliche geschrieben über Rollenbilder in der Berufswahl und eben, was du, Chris, da erwähnt hast, dieses Bleu Elektrik. Das war dann so der Fokus auf 80er vor allem und auf heute, also 2017. Und so Uchtenhagen, Kopp, also der Einzug dann der Frauen und darum, und das jetzt, wie ich wiederhole, war der Film interessant für mich, weil es eben noch einen ganz großen Teil davon gab vor 71. Also das war toll. Dankeschön. Dann gehen wir zu Brigitte Studer. Ja, ich bin ja damals von Stefan Goel kontaktiert worden, um als Historikerin diesen Film zu begleiten und sozusagen den historischen Rahmen, Kontext darzustellen. Und ich muss sagen, ich war damals ein bisschen erstaunt, dass sich jemand für diese Frage interessiert. Denn der Film von Stefan Goel ist das nicht das erste Mal, dass außerhalb der Wissenschaft sich jemand mit dem Thema Frauenstimmrecht beschäftigt hat, denn es gab schon einige Forschungen in der Geschichtswissenschaft, in der Politikwissenschaft, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Erinnerung ist die Geschichte des Frauenstimmrechts damals überhaupt nicht präsent gewesen. Dieses Datum 1971 war so wie, ja, und da kann man eigentlich wieder zum Alltag übergehen, wir haben das jetzt geschafft und das ist gut so. Aber viel Reflexion gab es nicht und ich finde, dieser Film war ein wichtiger Impuls, um überhaupt in der Öffentlichkeit dieses Thema zu thematisieren, dass es überhaupt wahrgenommen wurde. Es ist nicht einfach etwas, das ganz normal über die Bühne ging, sondern es ist eigentlich ein Problem. Es ist etwas, das man problematisieren muss. Man muss überlegen, weshalb hat die Schweiz erst so spät diesen Schritt getan, aber auch genauso, weshalb ist es dann eigentlich 1971 gelungen? Also weshalb gab es dann diesen Wandel, ich meine, mentaler und struktureller Wandel? Und das finde ich, ist in diesem Film, wird das gut gezeigt, also von den Quellen, von den Beiträgen, von den Betroffenen, auch natürlich von der historischen Einbettung, wie wichtig dieses Thema war. Und ich meine, dass dieses 50 Jahre Jubiläum dieses Jahr ohne den Film vielleicht nicht so stattgefunden hätte. Aber wenn ich sage 50 Jahre Jubiläum, dann meine ich, es ist ja eigentlich kein Jubiläum, es ist kein Feiertag, sondern es ist ein Jahrestag, es ist ein Moment, wo man kritisch fragen muss, ja, was ist da eigentlich passiert? Und das ist auch etwas, was sich verändert hat, das ist sehr interessant. Vor 10 Jahren, Stefan hat das zwar gesagt, der Film ist auf Interesse gestoßen, aber auch nicht so viel, nicht in den Schulen dann, wo es didaktisch hilfreich war. Aber in der Öffentlichkeit gab das eigentlich nicht Anlass jetzt zur Frage, was ist eigentlich unsere Schweizer Demokratie, wie funktioniert sie, wo sind die Schwächen, was muss man in Frage stellen, was muss man heute anders wahrnehmen, eben insbesondere die Geschichte
der Schweizer Demokratie, die man nicht mehr einfach so erzählen kann. 1848 wurde die Schweiz eine der ersten und ältesten Demokratien der Welt. Das kann man so nicht mehr sagen, sondern man muss wirklich zeigen, und das denke ich, ist in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, der Politik und der Schulen ist das grundsätzlich nötig zu sagen, okay, 1848 war das Männerstimmrecht, das war zwar gut und ein Pioniertag, aber dahinter stand ein jahrelanger, über ein Jahrhundert langer Ausschluss der Frauen. Und dieser Ausschluss war begleitet von heftigen Kämpfen. Es ist nicht so, dass dann wiederum, wie die Schweizer Geschichte oft wahrgenommen wird, so ein langer, ruhiger Fluss, es passiert gar nichts. Nein, es ist eben sehr viel passiert und das sieht man im Film eben auch. Gut, es gab unzählige Abstimmungen, es gab unzählige Auseinandersetzungen, es gab unzählige Debatten und politische Kampagnen, bis endlich 1971 das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene durchgekommen ist und dann erst 20 Jahre später in allen Kantonen, was ja auch noch besonders ist. Nicht? Also wir haben ein Land, wo es möglich ist, dass das übergeordnete Recht nicht zwingend angewendet werden muss von den untergeordneten Ebenen. Und das gibt es ja sonst eigentlich nicht in der Schweiz. Nicht, dass sozusagen die Bundesverfassung von den kantonalen Verfassungen widersprochen wird. Aber beim Frauenstimmrecht war das der Fall. Und historisch kann man auch zeigen, dass das auch bewusst so kalkuliert war, nämlich dass der damalige konservative, innerschweizer konservative Bundesrat das verhindert hat, dass 1971 die Abstimmungsfrage sich so auf alle Staatsebenen bezogen hätte. Nein, er wollte unbedingt verhindern, dass die innerschweizer Landgemeinde, Kantone, vom Frauenstimmrecht betroffen würden. Und das finde ich, das sind so Dinge, die muss man reflektieren. Wie funktioniert die Schweizer Demokratie auch als Verhinderungsmaschinerie, wie das Iris von Rothen so schön gesagt hat, nicht eine demokratisch funktionierende, undemokratische Verhinderungsmaschine. Und das zeigt sich eben an der Geschichte des Frauenstimmrechts. Ja, ganz herzlichen Dank. Many thanks. This is, I think, extremely important to again and again raise awareness, because the discourse about the one of the oldest democracies of the world is so deeply ingrained also in our discourses and in the school system that I think this film, I absolutely agree, is extremely important. So the third and last round would ask you for visions. What do we need? Where should we go? How can we kind of still fight this Verhinderungsmaschine? I don't know really how to translate this machine of, I don't know, hindering or prohibitions. So it would be very nice to just hear about your ideas. Where should we now go? Who is meant to start? Sorry. I will start. Who is the... Okay. Okay, Daphne will start and then you just decide who is going on. Okay. Okay. Also ich möchte über die Abwehrreflexe sprechen eigentlich. Oder das ist etwas, was ich mir wünsche, dass man das betrachtet. Also die eigenen, die man selber hat, die hat man ja vielleicht manchmal auch. Oder die man auslöst. Und zwar, jetzt man hat etwas erreicht, dann kommt es, ihr schon wieder, reicht euch das nicht. Und ich finde, das bezieht sich sowohl auf den Feminismus wie den Antirassismus und so weiter. Also das ist wie ein Wunsch für die Zukunft, dass wir das aushalten, weiterzugehen, diese Arbeit zu machen, trotz den äußeren und inneren Abwehrreflexen. Und dann auf die Berufe und so Domänen bezogen,
finde ich auch etwas, was ich hoffe, dass das angeschaut wird oder beobachtet und auf eine gute Weise in die Zukunft geht, ist, wo verschwinden dann die Männer oder wo ziehen sich die Männer zurück, wenn die Frauen kommen? Also ich denke, das geht in die Richtung, was du gesagt hast vorhin, Christa, als du so vehement gesagt hast, wir müssen es mit den, wir brauchen die Männer, wir brauchen die Frauen, wir brauchen die Sternchen-Menschen. Und also Stichwort Schreinerin, Malerin, ich höre, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, die jungen Männer wollen nicht Schreiner und Maler werden, weil sie ihnen zu viele Frauen hat jetzt, bei den Schreinerinnen, Malerinnen. Also man hat das erkämpft und dann wollen die anderen nicht. Jemand hat mir neulich gesagt, dass es gibt jetzt mehr Gynäkologinnen als Gynäkologen und man konnte beobachten, dass die Forschungsgelder in der Gynäkologie kleiner werden. Und ich habe auch schon gehört, dass das Prestige des Ärztinnenberufs sinkt, weil da mehr Frauen sind. Also das ist etwas, wo ich mir wünsche, dass es nicht so ist oder dass man das gut in die Zukunft führt. Und was ich mir auch natürlich wünsche, ist, dass es die Frauenberufe, dass man das ganz einfach mit Geld, das Prestige anhebt, dann auf der anderen Seite. Also das Schule, Pflege, einfach, das muss uns dann, da wo der Staat kann, das mehr besser bezahlen. Ich glaube, dann geht es auch auf den guten Weg. Das sind meine Ideen, also oder so, meine Gedanken in die Zukunft. Ja, vielen Dank. Vielleicht eine ganz kleine Anmerkung zu den Ärzten und Ärztinnen. Wir haben das gerade angeschaut an einer Doktoratsretrette. Also quasi in den unteren Chargen, ja, haben wir jetzt mehr Frauen, in den leitenden Funktionen gar nicht. Also dort geht dann die Schere auf und ja, da gibt es sicher noch ganz viel zu tun. Also im Berufsfeld gibt es ganz sicher sehr viel zu tun. Da gibt es die horizontale und die vertikale Segregation, wie wir das nennen, ein Geschlechterungleichgewicht, das sich eben auf die Löhne auswirkt. Ja, da kann ich nur einstimmen in diese Vision. Wer möchte weitermachen? Brigitte. Ja, dann können wir dem Mann das letzte Wort überlassen. Also ich denke, die Schweiz ist ja eigentlich, und das merkt man, diese langjährige Geschichte der Verhinderung, Verweigerung, die hat eben ein Nachspiel. Und in Sachen Gleichstellung steht die Schweiz überhaupt nicht gut da. Sei es in der Lohndifferenz, sei es was insbesondere die Zeit, die Arbeitszeiten betrifft und die Teilzeitarbeit, die auch für Frauen sehr negativ sich auswirkt, insbesondere bei der Altersversicherung. Dann die späte Einführung von Krippen und da gibt es ja immer noch große Defizite, da gibt es auch räumliche, geografische, große Unterschiede zwischen der Westschweiz und der deutschen Schweiz. Ich wohne in der Westschweiz und ich sehe, dass das doch hier auch ein bisschen anders ist als an vielen Orten in der Deutschschweiz, wo ich zum Beispiel auch noch Bekannte hatte, jedenfalls noch vor einigen Jahren, die Angst hatten, Kinder in die Krippe zu bringen und so. Also das denke ich, das sind so auch diese Nachwehen und das sozusagen dieser langen, sehr traditionellen Geschlechterordnung. Aber was sich heute auch zeigt, dass die Frauen selbst eben sich mobilisieren. Und da möchte ich da gerne noch ein bisschen darauf eingehen, was Dani Giulami gesagt hat, dass nämlich so, man sollte oder es wäre gut, wenn die Frauen gleich viel verdienen würden oder besser. Das wird nicht von alleine kommen. Also das muss, und das zeigt eben der Film und das zeigt die Geschichte und das zeigt die Gegenwart. Das ist eine Frage der Mobilisierung. Und so, wenn man stillsteht, geht man eigentlich zurück. Das ist so bei der Frauenbewegung, bei der Frauenemanzipation, das zeigt die Geschichtswissenschaft, sobald man stillsteht, gehen die Dinge zurück. Also das heißt, es kann nur etwas sich ändern, auch zum Besseren ändern, wenn die Frauen sich mobilisieren und ihre Rechte einfordern. Und was heute auch
neu oder nicht ganz neu, neu alt wieder eingefordert wird, ist dieses Selbstbestimmungsrecht über den Körper. Das ist ja eigentlich etwas, was in den 70er Jahren die neue Frauenbewegung schon gefordert hat. Stefan Goyl hat ja auch erwähnt, den Film, den er gemacht hat über das Recht auf Abtreibung. Dahinter stand aber auch überhaupt das Recht auf Verhütung und auch schon früher das Recht, in der Nacht auf irgendeine Straße, über irgendeine Straße zu gehen oder in der Stadt nach Hause zu gehen, ohne belästigt zu werden, ohne Angst zu haben. Und das ist etwas, was die Frauen heute immer noch nicht haben. Es gibt immer noch viele Orte und viele Frauen, die abends, wenn sie in der Stadt sind oder weiß ich wo, sich nicht sicher fühlen. Und dieses Sicherheitsgefühl, also diese körperliche Sicherheit, aber die auch damit einhergeht, dass man sich Dinge getraut zu tun, ohne Angst zu haben, eingeschränkt zu werden oder gefährdet zu werden, das gehört eigentlich erst zu einer vollständigen Emanzipation. Da denke ich, gibt es noch sehr viel zu tun. Ja, vielen Dank. Then we pass the last word to the male participant. No, I'll just be quick. I don't have solutions, of course. I, as a filmmaker, my the only thing I can do is try to provide tools for you know, education, debate, and stuff. And as I mentioned before, I would love for this film. This film is not an auteur film. It's not like a work of art, or it's a film, but it's not made to be like a personal expression. Or it's more, in my mind, at least, it's more like a patrimonial work. Something that I like the idea that it could be redone every 10 years or so. You know, that it could be like a vigilant watch. You know, something that's every once in a while someone, and not me of course, someone can take the previous version of this film, take the amount of archive footage that has been researched already, and it is carefully stored in hard disks, and to keep on observing what's going on in reference to what happened in the past. And we are working with the film distribution company, First Hand Films in Zurich, Nicole Biermeier, who is the distributor of the film, to try to make shorter versions of scenes, especially for schools, because it's sometimes difficult for students to watch a 90-minute film. It doesn't fit in the schedule and stuff. So, like to really produce content, especially for the schools, because there are a million things that I themes that we wanted to talk about. You know, I of course, in a film like this, intersectionality, Afrofeminism, ecofeminism, whatever, you know, a million themes that we cannot put into a film, because this film is like a survol, a flight, a very quick flight over history, and it's a work of frustration. But maybe we can make content on more specific themes. So we'll try to keep on producing this material, but of course with younger filmmaker, female filmmaker. I also I teach classes in the film school, and I see this same phenomenon. We have an equal amount of women and men students, you know, in film making school, and then of course you have more men making films or producing films or getting money, state money to produce films. So we need to also address those issues there, and maybe set up quotas and stuff, so that we can really have the listen to the words of this new generation of women filmmaker. So as a producer and filmmaker myself, I feel a responsibility to be an ally, yeah, an allié, yeah, to work with a young woman filmmaker. I think these are extremely important statements from your side to show how
in your field, one can move on. And I find the idea of making shorter parts out of the film extremely useful, also for me, also for my students, because I think what was very touching for me when I watched the film, to see certain discourses are really, really repeated since the 1950s, for example, and that so many ideas are in a way popping up again and again, and we have to fight them again and again. And this, it helped me kind of to understand better why it sometimes is so hard to kind of try to go on and to just claim again and again that we need more equality, equal opportunities. Genau, und jetzt switche ich auf Deutsch. Ich hoffe, das ist okay. Und jetzt würde ich Julio bitten, ein paar von den wichtigen Fragen vielleicht aufzubringen oder was sich da in Q&A ereignet hat. Vielleicht kannst du dich mal zeigen, Julio, und dann auch sagen, was da gefragt wurde oder gesagt wurde. Also wir haben eine Frage hier. Okay. Any recommendations for young female politicians? How should we find a balance between being nice, follow the gender norms, and being angry, asking for more and for change? That's one question. Perhaps I can even put the second one to tie in. Okay, regarding the visions about the future, which, how can I translate that? Welchen normativen Bezug gibt es zu einer transnationalen Perspektive? Okay, how can you see a law connection here for transnational perspective, like looking, for example, the women rights on an international context? What? And given that we don't have much time left, I believe we are going to leave at these two. So please, the floor is yours. Yes. Who wants to start? Maybe Brigitte from historical perspective. We can't hear you. Yes, okay, yeah. I had to put on the microphone. Sorry. Well, the question, ich mache es auf Deutsch, ja. Also das, dieses Dilemma zwischen nett sein und etwas fordern, das ist ja das auch, was die Frauenbewegung immer wieder durchdrungen hat als Schwierigkeit, nicht, weil man sie sofort als unweiblich bezeichnet hat. Ich denke, da kann man nur sagen, also man muss das ignorieren. Man muss versuchen, nicht nett zu sein. Denn, nett sein wird immer so interpretiert, als ob man dann halt eben auch sehr willig sei und folgsam und so weiter. Frauen sollten einfach versuchen, sich selbst zu sein und nicht nett sein. Aber das andere, die transnationale Frage, die ist natürlich wichtig. Also die Geschichte des Frauenstimmrechts zeigt sehr wohl, dass die transnationale Ebene ganz, ganz wichtig war, zentral, um überhaupt zum Frauenstimmrecht zu kommen. Denn der Impuls, also wirklich der zündende Faktor, war, dass die Schweiz dem Europarat beigetreten ist, 1963, und die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnen musste und da in ein Dilemma kam mit dem Frauenstimmrecht. Aber ich denke, heute auch ist diese transnationale Ebene unglaublich wichtig. Man sieht es ja für den Vergleich, also dass die Schweiz nicht der EU angehört, ist ein großes Problem, weil wir sehr oft vom internationalen Vergleich rausfallen. Und das heißt, wir können dann auch nicht zeigen, wo die Schweiz zurücksteht, was wir besser machen können. Und uns fehlen dann auch gewisse politische und legale Instrumente, um Änderungen zu fordern. Also das, denke ich, ist eine wichtige Schiene. Das andere, die andere Ebene beim Transnationalen ist die Aktivistinnen-Ebene. Und die spielt natürlich, die hat eigentlich in der Frauenbewegung schon immer gespielt, diese Wahrnehmung, was in anderen Ländern geschieht, was die Frauen in anderen Ländern machen, die Frauenorganisation, und der Austausch. Und die MeToo-Bewegung ist eigentlich das beste Beispiel, nicht? Dass das auch heute noch funktioniert und dass das eine unglaubliche Dynamik bringt, also diese transnationale Ebene.
Ja, wunderbar. Wer möchte noch ergänzen? Ich weiß nicht, vielleicht Daphne, wie geht es dir mit der eben mit diesem Dilemma, dieses als Frau eben nett und freundlich und vielleicht beim Schauspiel auch hübsch und freundlich und nett zu sein? Und dann eben gibt es ja diesen Begriff von Sarah Ahmed, des Feminist Killjoy, also sozusagen dann diese Störe, dieser Störefried zu werden. Und ich lese dann mit meinen Studierenden auch die Texte über den Smile-Boykott, zum Beispiel in den 70er Jahren, wo dann die Feministinnen sagten, hört endlich mal auf, immer zu lächeln und zeigt euch mal auch von der fordernden Seite. Ja, schwierig, ganz schwierig. Also ich, gerade wenn man ein, auch wenn man ein freundlicher Mensch ist, man kann ja ein freundlicher Mensch sein in seinem Charakter und dann freundlich, aber hart vielleicht, würde ich sagen, freundlich und selbstbewusst und authentisch so. Aber es ist schon, ich finde es auch ganz, ganz schwierig, auf den Tisch zu hauen. Und ich weiß, also ich denke, das ist wahrscheinlich schon eingeimpfte weibliche Tugend, sowas. Und ich fand im Film, also ein Satz, der wahnsinnig zu mir gesprochen hat, war von dieser Amelia Christina, die gesagt hat, dass man se faire ridiculiser. Also im Falle se faire ridiculiser. Und das ist mir jetzt auch wieder eingefallen bei diesem be nice, but be nice und bissig irgendwie. Und eben diese andere Seite, dass man sich lächerlich macht und es wird ja von uns, wir möchten ja lieber cool sein als lächerlich. Also ja, es wird viel verlangt, auch auf der charakterlichen Ebene, finde ich, schon viel verlangt. Diese Aufgaben, eben das, was du gesagt hast, Brigitte, sobald man stillsteht, geht es zurück. Es wird eben viel verlangt und manchmal ist man auch ein bisschen müde und mag gerade nicht, dann muss ich sagen, okay, ich mache weiter. Stefan, the really last word? No, but again, what helped me, made my life better this past 10 years is the fact that I'm questioning myself about the fact that I'm privileged. And as a man, as a white man, as an old white man, as a valid heterosexual old white man, and every day I'm questioning myself about my place in society. And what brought me there is not nice and quiet and great peaceful discussion. Is provocation, struggles, and fighting. So that I'm much more happy of who I am now than I was 20 years ago. So keep on struggling. This is a wonderful closing word, I think. Many thanks to all the three of you for your open and inspiring inputs. And I think this is really also hopeful. Also wir bleiben selbstreflektiert, wir reflektieren auch Privilegien, das betrifft natürlich auch weiße Frauen, cis-hetera, weiße Frauen, sowohl über die Privilegien zu reflektieren, als auch darüber, wo es noch wirklich zu kämpfen gibt. Und da kann man wirklich Energie beziehen und weitermachen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörenden quasi einen ganz schönen Abend, noch eine gute Tagung und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den drei PodiumsteilnehmerInnen für diese wunderbaren Beiträge. Dankeschön. Danke dir, Christa. Danke.